Wir schauen hier wirklich auf die Geburtsstunde des Comicstrip. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Puff! Geile Action! Es ist einfach lustig. Max und Moritz behält man fürs Leben. Kreativität, Aufmüpfigkeit, Widerstand gegen die Welt der Erwachsenen. Max und Moritz. Ein Klassiker der Kinderliteratur. Seit Wilhelm Busch die Bildergeschichte im 19. Jahrhundert erfand, wuchsen ganze Generationen damit auf. Ein immerwährendes Vergnügen weltweit. In mehr als 200 Sprachen wurden die 7 Streiche der beiden Lausbuben übersetzt. In Frankreich unter anderem von François Cavanat, dem Mitbegründer des Satiremagazins Charlie Hebdo. Bis heute haben nicht nur Kinder an den boshaften Knaben ihre helle Freude. Ich kenne den Text. Ach, was muss man oft von bösen Buben hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals euch darüber lachten und sich heimlich lustig macht. Menschen denken, Tiere quälen, Apfel wieder in Zwäsche stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu noch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhl. Ich kann das, seitdem ich, was weiß ich, 5 bin oder was, kann ich das auswendig. Die spöttischen Verse sind in den Zitatenschatz der Deutschen eingegangen. Okay, aber da kommt jetzt nicht irgendwie was raus, oder? Was nehme ich denn? Nehme ich das? Da muss man nämlich die Wörter einsetzen. Gucken Sie mal. Ach, sie bleiben an den langen, dürren Ast des Baumes hangen. Und ihr Hals wird länger und länger, ihr Gesang wird bang und bänger, jedes Huhn noch schnell ein Ei, und dann kommt der Bauer herbei. Jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Ja, das finde ich zum Beispiel auch so eine lustige Stelle. Jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Ihre Hühner waren 3 und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Wiedensaal, ein unauffälliges Dorf im norddeutschen Tiefland. Hier wurde der Maler, Zeichner, Dichter und Humorist Wilhelm Busch geboren. Ralf König ist Deutschlands bekanntester Comiczeichner und bekennender Wilhelm Busch-Fan. Auch er las als Kind Max und Moritz und war begeistert. Wer war dieser Mann, der sich Max und Moritz ausdachte? Und warum ist dieses Buch so erfolgreich? Busch galt zu Lebzeiten als eigenbrötlerischer Griesgram. Um alles, was seine Person betraf, machte er ein großes Geheimnis. Als genialer Bildergeschichtenerzähler schuf er jedoch zeitlose Figuren mit einer Leichthändigkeit, die noch heute verblüfft. Wilhelm Busch ist einfach der Übervater für jeden Comiczeichner, ob er es weiß oder nicht. Und ich weiß das aber, weil ich halt als Kind einfach diese Wilhelm Busch-Kladde im Regal meiner Eltern gefunden habe. Ich konnte noch nicht lesen, aber ich konnte die Bilder verstehen und das hat mich natürlich total geflasht. Ich
habe in Busch da auch jemanden gesehen, der nun keineswegs harmlos ist. Ne? Und deswegen habe ich Comic schon sehr, sehr früh als etwas entdeckt, wo man mal richtig Rock'n'Roll machen kann. Da war ich pubertierend, auch noch auf dem Dorf. Aber dachte, ja, klar, das will ich auch machen. Und ich wollte auch kiffen und vögeln. Und solange ich das noch nicht konnte, musste ich darüber zeichnen. Busch, der fast sein ganzes Leben in ländlichen Pfarrhäusern verbrachte, brauchte das protestantisch-karge Milieu seiner Heimat. Wenn ich meine Bücher mache und meine Nasen zeichne, das erspart einem auch dem Psychotherapeuten so ein bisschen, weil man seine Welt so erfinden kann, wie man sie haben will. Man hat so ein bisschen was für sich, was man formen kann. Man ist der liebe Gott seiner eigenen Figuren. Und das, denke ich mir, ist allen Leuten, ob man Romane schreibt oder ob man Comics zeichnet, das ist ziemlich egal. ...1832. Wilhelm Busch wird in einfachen Verhältnissen geboren. Der Vater ein ehrgeiziger, arbeitsamer Krämer, die Mutter still, fleißig. Gefühle, Zärtlichkeiten sind nicht vorgesehen. In einer seiner wenigen Erinnerungen erzählt Busch, wie er als Kind mit Schießpulver und einem großen Kirchenschlüssel experimentierte. Das Pulver hatte er heimlich aus den Lagerbeständen des Vaters entwendet. Streng. Umarmen tun die ihre Kinder nicht. Die werden groß, wird für alles gesorgt, aber eine Umarmung gibt es nicht. Die Erziehung im 19. Jahrhundert hat man sich auf jeden Fall anders vorzustellen als die heutige. Man muss denken, es gab Prügelstrafe, die Kinder waren dressiert. Das waren wie kleine Erwachsene, die mussten einfach funktionieren. Und wenn sie nicht funktioniert haben, dann gab es was hinter die Löffel. Oder, wie man bei Wilhelm Busch sehen kann, hinten drauf. Wir haben in dieser Zeit ein sich entwickelndes Schulsystem in Deutschland, sehr autoritär. Preußens Gloria wollte angepasste Kinder und wir hatten in den Schulen einen quasi militärischen Drill. Erziehung zum Gehorsam heißt die Devise. Sowohl zu Hause als auch in den Dorfschulen mit einem Lehrer für bis zu 100 Zöglingen. Aus den Kindern soll schließlich mal etwas werden. Damit wird eine Kategorie eingeführt, eine altersdiskriminierende Kategorie, nämlich eben die Kindheit. Und das ist furchtbar, weil diese Kindheit dann aufwächst in dem ständigen Bestreben, dass es später mal etwas geben oder etwas werden könnte. Aber im Moment bist du nichts. Ich glaube, das ist aber auch eine Zeit gewesen, wo ja so unglaublich viel verdrängt und versteckt wurde und wo man so viel nicht sagen und zeigen und machen, dass man fast auch das Gefühl des 19. Jahrhunderts daran spürt, nicht? Einer sehr gezwungenen und verklemmten Gesellschaft. Auch bei Wilhelm Busch hinterlässt die Schule Spuren. Lebenslang. Das mit der Prügelstrafe zieht sich in der Tat durch sein ganzes Werk durch. Da werden Kinder geprügelt, Hunde geprügelt, einmal sogar ein kleiner Amor, immer schön auf das Hinterteil mit Birkenruten oder mit anderen Sachen. Der Lehrer zum Beispiel macht das über dem Katheter. Das muss ihn sehr beschäftigt haben. Busch dokumentiert den Geist der Zeit, aber auf seine Weise. Seine Bildergeschichten erzählen von missglückten Dressurversuchen. Er führt alles, was ihn ängstigt, die Prügelnden, die ganze Misere des Menschen in seinen bizarren Verrenkungen vor. Busch nennt das gnadenlos komisch. Er hat gesellschaftliche Zustände auf eine Art und Weise geschildert, die man damals in offenen Worten so hätte gar nicht beschreiben können. Und er hat ein Mittel gewählt, was das größte Mittel ist, was man überhaupt wählen kann, um ein wirklich ganz schwieriges Thema auf eine Ebene zu heben, wo man sich darüber unterhalten kann. Und dieses Mittel heißt Humor.
In der türkischen Max-und-Moritz-Version wird Witwe Bolte zu Fatma Dudu. Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen, die Hieniden, schon so früh abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren, gut gebraten, zu verzehren. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schnuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn herausgehoben. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer 2. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer 3. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 7. Und als ich meine alten Max- und Moritz-Bücher wieder rausgekramt habe und einmal mal durchgelesen habe, habe ich als Erwachsene, als Mutter gemerkt, wie gemeingefährlich eigentlich Max und Moritz waren. Und habe dann darüber nachgedacht, ob das eigentlich für so ein Kind gut ist. Das ist natürlich überhaupt nicht zu brutal. Das ist genau die Brutalität, die man sehen möchte. Kinder fragen ja auch noch sehr ernsthaft nach dem Tod, nach Gefahr. Und wenn man ihnen was vorlügt, finde ich das unverzeihlich. Das ist so wie das Monster im Schrank, nicht? Das heißt, wenn man immer wieder sagt, nein, da ist nichts. Auch wenn die Kinder das Klopfen hören, dann wird das Monster halt immer größer. Einige Jahre vor Max und Moritz erscheint der Strubbelpeter. Ein großer Erfolg. Der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann erzählt darin Geschichten von Kindern, die nicht brav sind und dafür grausam bestraft werden. Hoffmann will die Kinder erziehen, Busch nicht. Max und Moritz ist eine ganz neue Sorte Kinderbuch, wobei schon die Frage ist, ob es ein Kinderbuch ist oder nicht sogar für Erwachsene besser geeignet. Es ist kein Erziehungsratgeber. Mit diesem Buch können wir die Kinder nicht braver kriegen. Im Gegenteil, die finden vielleicht diese Streiche nachahmenswert und bewundern Max und Moritz sogar noch. Das ist sehr mutig gewesen, glaube ich, wie er das angefasst hat, weil er die Sympathien nicht auf die Seiten der Erwachsenen zieht, sondern er zieht durch diese Streiche die Sympathien auf die Seiten der Kinder und gibt den Kindern damit eine Sprache. Eigentlich macht er sich zum Lobbyisten der Kinder. Die renitenten Knaben können es auch im digitalen Zeitalter mit PlayStation und Mickey Maus aufnehmen. Nein, weiß. Nein, meine Minus abgebrochen. Oh mein Gott, wir sind wieder frisch. Jetzt würden wir sowas nicht mehr machen. Oder du? Vielleicht. Die sehen hier nur die Brücke an und fällt ins Wasser. Das ist nicht so jetzt wirklich schlimm. Das ist mir auch schon ganz oft passiert. Ich lese eigentlich immer Bücher und da gibt es so Happy Ends, aber da nicht so. Ich finde, dass es ein bisschen brutal ist, dass er die da reingeschoben hat. Hat er denn kein Mitleid mit kleinen Kindern, dass sie nur Streiche spielen? Hat die Mutter sie nicht gesucht? Es ist unmöglich, dass Kinder von Gänsen gefressen werden. Ja. Und wenn doch? Also mit dem Tod ist schon ganz schön hart. Aber es muss ja auch ein Ende haben im Buch. Mit 9 Jahren muss Wilhelm Busch seine Familie verlassen. Er ist der Älteste und nach der Geburt des 5. Kindes ist im Elternhaus nicht mehr genug Platz. Der Junge wird zum Bruder der Mutter geschickt. Georg Kleine ist Pfarrer und Naturforscher. Bei ihm soll Busch etwas Vernünftiges lernen. Kilometer sind es von Wiedensaal nach Ebergötzen in der Nähe von Göttingen. Mit der Kutsche dauert das 3 Tage. Diese Kinderlandverschickung war, glaube ich, schon ein Trauma für ihn. Dieses Gefühl der Mutter gegenüber ist übrigens eines der ganz wenigen, das er nicht durch den Kakao zieht. Die Mütter sind seltsam abwesend bei ihm im Werk. Und die
Figuren in seinen Werken sind eigentlich alle Mutter- und Vaterlos. Da wimmelt's nur so von weißen Kindern. Nach 3 Jahren erst ist er das erste Mal von Eber Götze wieder nach Hause gekommen. Und freut sich, und seine Mutter kam ihm entgegen. Und er sieht sie und läuft erwartungsvoll ihr entgegen. Und sie beachtet ihn nicht. Sie erkennt ihn nicht. Heimweh, schreibt Busch später. Das sind so eigentümliche Halsschmerzen. Immer wieder malt er seine Heimat, seine Familie. Von seiner Mutter findet sich jedoch nur ein einziges Bild. Es zeigt sie von hinten mit einem Baby im Arm. Er war in gewissem Sinne tatsächlich ein Einzelgänger, der das mit sich und wenigen engen Freunden oder ihm nahestehenden Personen verhandelt hat, was das Leben an Fragen und Herausforderungen stellt. Ich würde sagen, dass er alles andere als ein Draufgänger war. Also jemandem anderen die Frau ausspannen oder einfach mal so eine Weltreise machen, das war überhaupt nicht seins. Er war ein vorsichtiger Mensch, ein zurückhaltender Mensch. Ja, man kann schon sagen, er war ein Eremit. Busch versteckt sich vor der Welt. Er vernichtet seine gesamte Korrespondenz, die Skizzen zu seinen Werken, will so gut wie nichts von sich preisgeben. In seinem Menschenbild fühlt er sich von Kant und Schopenhauer bestärkt. Wilhelm Busch war ein Pessimist. Er war der Auffassung, dass wir von Jugend auf nichts taugen, dass wir mit einem schlechten Inneren geboren werden und deshalb kann man uns auch nicht erziehen. Weil er der Auffassung war, dass sich da nichts machen lässt, dass wir so bleiben, wie wir sind, hat er sich auf den Posten des Beobachters zurückgezogen. Er sieht sich das an, zieht sich zurück und schaut zu. Direkt vor der Haustür findet Busch den Stoff für seine Geschichten. Unerbittlich entlarvt er die jämmerliche Kleinbürgerlichkeit seiner Nachbarn. Die intensive Beobachtung aus sicherer Distanz bleibt jedoch nicht unbemerkt. Noch heute weiß man im Dorf darüber zu berichten. Er hat immer erzählt, wenn wir Busch gesehen haben, dann haben wir immer alle Reis ausgenommen, weil er immer Papier und Bleistift dabei hatte und alles aufgezeichnet hatte. Wenn einer die Nase so hatte oder so, und dann hat er das noch ein bisschen extremer gezeichnet. Er war beliebt, also ja, nicht unbedingt, weil er eben alles, diese unangenehmen Sachen, die brachte aufs Papier. Busch nimmt keine Rücksicht auf den Zeitgeist oder andere Befindlichkeiten. Er zeichnet das Banale, das Kleine. Die große Politik interessiert ihn nicht. Der Schneidermeister, die Witwe, der Müller, der Lehrer, der Organist, die Charaktere gibt's immer. Er hat ja sehr viel von der dunklen Seite des Menschen oder von der Kleinheit der menschlichen Natur wirklich auf so meisterhafte Weise gezeigt, dass ich glaube, dass viele sich dann so ganz erleichtert sagten, ja, so ist doch mein fieser Nachbar wie diese Figur. Max und Moritz, gar nicht träge, sägten heimlich mit der Säge. Ratze, 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 ratze. Ritze, ratze. Ratze. Ritze, ratze, voller Tücke in die. Oje. Ja, das reimt sich auch. Wieder tönt es meck, meck, meck. Plumps, da ist der Schneider weg. Dann mach du doch einfach den Sägesound. Ich mach. Genau, ich mach darauf. Ritze, ratze, ritze, genau. Ratze. Dann ritze. Mach ich irgendwann Beat dazu. Mando und Phil sind Europameister im Beatboxen. Sie imitieren die Streiche von Max und Moritz mit Geräuschen, die sie allein mit dem Mund erzeugen. Busch hat ihnen eine dankbare Vorlage geliefert. Und dann geht's wieder in den Beat rein. Ja. Und dann noch ein bisschen Mucke, dann kann ich in den Sugarbox gehen mit einem Lachbeat und dann steigst du einfach mit Lachen einfach mit ein.
ziehen. Probier mal einfach mal. Geil. Okay. Also Ritze, Ritze. Drei, vier. Ritze, 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 Wenn man die Geschichte von Max und Moritz vertonen wollte, wäre es sicherlich eine sehr perkussive Geschichte. Denn er arbeitet mit sehr viel geräuschdarstellenden Worten. Kracks, die Brücke bricht in Stücke. Ricke-Racke, geht die Mühle mit Geknacke. Ja, das sind alles sehr, 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 sehr speichelintensive Silben. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge. Ritze, Ratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Geh heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, meck, meck, meck. Und schon ist er auf der Brücke. Kracks, die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es, meck, meck, meck. Plumps, da ist der Schneider weg. Meck, 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 das ist natürlich erstmal nichts anderes als das, was lateinisch Enumeratio heißt, also eine Aneinanderreihung von denselben Begriffen. Aber die funktioniert natürlich ganz fantastisch durch diesen Dreiklang. Die Musikalität in diesen Reimen ist Wilhelm Busch immer wichtiger gewesen als die grammatikalische Korrektheit. Er wechselt ständig von der Gegenwart in die Vergangenheit. Er denkt sich selbst Imperative aus, die es so eigentlich gar nicht gibt. Er denkt sich dritte Personenformen aus, die es so eigentlich gar nicht gibt. Er tritt eigentlich die ganze Zeit über die Grammatik mit Füßen. Aber es geht über die normale dichterische Freiheit hinaus. Er versucht, die Sprachmelodie am Leben zu erhalten. Ne, das musst du einfach einhalten. Wenn man das nicht tut, dann ist es nicht so schön. Und bei Max und Moritz war es immer schön, weil ich mich erinnere, dass ich immer mitsprach. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Mit Max und Moritz verbindet sich oft auch die Erinnerung an den Tonfall der Eltern oder Großeltern, die aus dem Buch vorlasen. Stimmen blieben als Stimmungen im Gedächtnis. Sicher auch ein Grund für den unglaublichen Erfolg. Busch schrieb den Text erst nach den Zeichnungen. Er ließ sich die Worte so lange auf der Zunge zergehen, bis sie klangen. Kaum angekommen in Ebergötzen beim Onkel, der ihn auch unterrichtet, freundet Wilhelm sich mit dem gleichaltrigen Müllerssohn Erich Bachmann an. Mit ihm zusammen erlebt er die wohl schönsten Tage seiner Kindheit. Eine Vorlage für sein Meisterwerk. Im vorsichtigeren Moritz mit dem charakteristischen Haarwirbel verewigt Busch sich selbst. Die Freundschaft hält ein Leben lang. Alljährlich reist Busch nach Ebergötzen, um in der vibrierenden, staubigen Mühle und inmitten der Geräusche von Wasserrad und Mühlstein zu übernachten. Die alte Wassermühle in Ebergötzen dreht sich noch heute für Besucher des Museums. Es war ein spannender Spielplatz, in dem vieles passierte. Technik, Wasser, Ställe und Scheunen, alles, was Jungs mögen, war hier. Und deswegen war das so der Ausgangspunkt für ihre Streifzüge ins Dorf. Wilhelm Busch war sicherlich in dieser Freundschaft der Zurückhaltendere. Erich Bachmann war ein forscher junger Mann, der hatte vor nichts Angst. Er war der Sohn aus der Herrenmühle, während sein Freund nun sehr zurückhaltend war. Und genau so einen Freund brauchte Wilhelm Busch auch, einen, der ihn mitnahm zu den spannenden Spielplätzen hier im Ort. Wilhelm Busch wird vom Onkel, dem evangelischen Pastor Georg Kleine, gefördert. Er lässt ihn zeichnen und schreiben. Kleine ist ein kundiger Naturbeobachter und er prügelt nicht. Die Brücke, die Mühle, die Kirche, all die Schauplätze gibt es wirklich in Ebergötzen.
So ein richtiger Lausbub ist Busch wohl nur in der Fantasie gewesen. Streiche, ich und Streiche. Nein, selbstverständlich habe ich nie Streiche gespielt, denn ich habe ja Max und Moritz gelesen. Ich war zwar als Kind rebellisch und abenteuerlustig, aber mit den Regeln, da war ich doch, glaube ich, immer eher ein Regelfolger. Also ich spiele nicht so oft Streiche. Ich spiele eigentlich fast überhaupt keine Streiche. Ich kann Ihnen sagen, ich habe als Schüler später Max und Moritz doch sehr vorbildlich imitiert. Müssen, glaube ich, Streiche spielen, weil denen sonst nichts anderes einfällt, was die machen können. Technik ist besser. Technik ist besser als Streiche. Mache ich mal ein Bekenntnis. Mein Vater war Polizeibeamter und der hatte ein Dienstfahrrad. Und dem die Luft aus dem Dienstfahrrad rauszulassen, das war natürlich... Heute ist Elektronik. Früher gab es auch im Fernsehen keine Farbe. Ja. Ja. Aber das ist noch ganz lange her, Alter. Weiter, nee, weiter. Ihr habt doch noch mehr Kiste davon. Ja, klar. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine... Ich nehme an, wir sind hier bei Lehrer Lempel. Rums, da geht die Pfeife los mit Getöse schrecklich groß. Diese explodierende Pfeife von Lehrer Lempel. Das ist ja das Comicbild der Welt, ne? Da müssen wir nicht drüber sprechen. Es war wirklich wie Roy Lichtenstein in einem seiner Bilder, wo irgendwie nur so riesig wham oder boing oder peng. Ah, natürlich. Das ist dieses Bild, das ich echt schlimm fand. Ja, man hat noch ein Ohr, sieht ein bisschen aus wie Niki Lauda. Peng, explodiert der arme Mensch und dann sitzt er da. Das ist einfach ulkig sozusagen für jedermann. Das hat mich gegruselt. Hallo, das ist ja wohl Zombie. Da kannst du ja nächtelang nicht schlafen, wenn du so ein Bild gesehen hast. Oh. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu. Und voll Dankbarkeit sodann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse, schrecklich groß. Wir schauen hier wirklich auf die Geburtsstunde des Comicstrips. Well done, Mr. Busch. Das haben alle Leute sich angesehen, die seit 1865 sich für Comic überhaupt ernsthaft interessieren. Sie haben im Endeffekt eine Art Sonnendarstellung, witzigerweise. Wenn man sich das Bild einfach so ansieht, dann haben sie diesen weißen Kreis, aus dem die Explosion entsteht. Und gerade hier in dieser kolorierten Fassung haben sie dann auch noch mit dem Gelb wirklich das Gefühl einer Art von Supernova. Und ich glaube, es war genau diese Art von Dynamik, ohne dass die Leute im 19. Jahrhundert gewusst hätten, was eine Supernova überhaupt ist, die daran so anziehend ist oder natürlich auch so abstoßend, denn es ist ein Akt der allerhöchsten Gewalt. Also wie Busch da die Linien zieht und wie er sozusagen ausgehend von diesem kalten weißen Kern der Explosion, die witzigerweise die einzige Leerstelle in diesem ansonsten unglaublich vollgestrichelten Bild ist, wie er daraus alles ausgehen lässt, das ist einfach großartig. Und auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Und ich weiß nicht, wo er sie her hatte. Und wahrscheinlich hat er sie nirgendwo her, sondern es ist seine Idee. Am Beginn stehen Ordnung und Ruhe. Doch dann dringt das Chaos ein. Busch interessiert dieser Moment. Er lässt die Menschen in grotesken Verzerrungen zappeln, bringt den ganzen Raum zum Tanzen. Aktionslinien, Speedlines und Mehrfachbelichtung. Schon damals nutzt er diese Mittel. Ja, die Zeichnungen sind einfach handwerklich brilliant. Also der Strich sitzt einfach so tadellos. Es hat nun jeder Zeichner, der einen Stift nimmt, einen ganz anderen Stil. Und bei Busch ist das so eigen. Also das sind so viele kleine Einfälle. Und es ist so ein nervöser Strich. Das ist so gar nicht aufgeräumt. Das gefällt mir ja so. Da ich selber ein Schwarz-Weiß-Zeichner bin, das kann man gar nicht erklären, wenn Sie nicht zeichnen, was das für ein Gefühl ist, wenn man das sieht. Das ist so dieses... Busch wird über Umwege zum brillanten Zeichner. Mit 15 an Mathematik gänzlich uninteressiert, studiert er in Hannover Maschinenbau. Mit 18, kurz vor dem Abschluss, bricht er ab. Er fühlt sich zum Künstler berufen und folgt einem Freund an die Kunstakademie in Düsseldorf. 10 Monate hält er es dort aus. Das Studium ist ihm zu fade, zu akademisch.
Die nächste Station, das Kunststudium in Antwerpen. Dort hat Busch ein Schlüsselerlebnis. Er entdeckt die Malerei der Niederländer. Nach wenigen Monaten erkrankt er schwer, Typhus. Ohne seine Wirtsleute hätte er wohl nicht überlebt. Sobald Busch wieder auf den Beinen ist, schickt ihn das Ehepaar zurück nach Wiedensaal. 3 Orangen und eine rote Jacke geben sie ihm mit auf den Weg. Das Gefühl des Scheiterns begleitet ihn. Ich glaube, in seinen eigenen Augen war er so eine Art Versager. Er hatte nichts zu Ende gebracht, keine einzige Ausbildung, weder eine bürgerliche noch eine künstlerische. Er stand zu Hause, er hatte ein paar Skizzen dabei, ein paar Gemälde dabei und konnte zu seinem Vater nur sagen, na ja, ich fange jetzt mal ein neues Gemälde an und dann sehen. Er war im Grunde immer noch abhängig von der finanziellen Unterstützung durch die Eltern. Das Museum Wilhelm Busch in Hannover. Hier befinden sich die Handschriften, viele Gemälde und Zeichnungen. Busch bezeichnet die Konfrontation mit der göttlichen Leichtigkeit der niederländischen Malerei als seine zweite Geburt. Zu mehr Selbstbewusstsein verhilft ihm das nicht. Er war von dieser Kunst so berührt und so beeindruckt, dass er erst mal als Student am Anfang sagte, so gut werde ich nie sein. Also er hat es ja später mal so gesagt, sie haben ihn geduckt. Busch malt beinahe sein ganzes Leben. Darin sieht er seine eigentliche Berufung. Doch die meisten Bilder genügen seinen Ansprüchen nicht. Meist malt er sehr kleine Formate. Die kann er besser verstecken. Vieles vernichtet er. Nach seinem Tod findet man noch über 1000 Gemälde und 2000 Zeichnungen. Lieblos übereinander gestapelt. Er hat die ja letztlich nur ganz wenigen gezeigt, sprich Mitgliedern seiner Familie, einigen wenigen Freunden. Aber ansonsten waren sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Busch zeichnet und malt die einfachen Dinge, das Unspektakuläre, ländliche Szenen, Bauern, Tiere, Genremalerei. Immer wieder das Motiv der roten Jacke. Symbol für Geborgenheit und Wärme? Busch hat sich auch dazu nicht geäußert. Er abstrahiert immer stärker, er wird immer furioser in den Farben und überwindet das große Erbe, an dem er so lange gearbeitet hat, die Holländer des 17. Jahrhunderts, die Teniers, die Brauer und so weiter. Und ist meines Erachtens durchaus vergleichbar in der Entwicklung mit einem Van Gogh. Wie Van Gogh ignoriert Busch die verkaufsträchtigen großen Szenen, das repräsentative Porträt. Busch experimentiert und findet seine eigene Sprache. Einen Stil, der ins 20. Jahrhundert verweist. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zippelmütze. Doch die Käfer, Kritze, Kratze, kommen schnell aus der Matratze. Schon fast einer, der voran Onkel Fritzens Nase an. Bau, schreit er. Was ist das hier? Und erfasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Autsch! Schon wieder hat er einen im Genicke an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm.
Dieses Bau schreit er. Was ist das hier? Und er fasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Da haben wir Tempo. Und das wird dann auch sofort umgesetzt in die entsprechende grafische Darstellung. Da ist keine Ruhe mehr in den Bildern, sondern Sie sehen den wirklich aus dem Bett rausspringen. Der schleudert sein Plumeau weg und die ganzen Viecher sausen durch das Zimmer. Und diese Bewegungen, die in gewisser Weise im Bild nachvollziehen, was Busch gerade rhythmisch mit dem Text gemacht hat, das ist das, was wirklich seinen großen Rang, finde ich zumindest, als Illustrator ausmacht. Dass er einfach wunderbar Sprache in bewegte Bilder übersetzen kann. Hätte der Film gekannt, er wäre überglücklich gewesen. Also Busch als Trickfilmer wäre, glaube ich, ein Traum gewesen. Noch zu Lebzeiten Buschs, im Jahre 1897, dreht der französische Filmpionier Georges Méliès einen der ersten Kurzfilme, die Komödie »Eine schreckliche Nacht«. Offenkundig ließ er sich von Max und Moritz inspirieren. Busch nennt seine Kunst in Bildern schreiben. Viele seiner Geschichten lesen sich wie ein Storyboard. Die Sequenzen dazwischen kann jeder problemlos im Kopf vervollständigen. Und Busch weiß, das Publikum mag Action. Dass das tatsächlich was ist, was man im Endeffekt in den Disney-Filmen der späten 20er oder frühen 30er Jahre immer wieder von der Dynamik und auch vom Bildaufbau findet, das ist völlig außer Frage. Und ich meine, wir reden hier von 60, 70 Jahren, die Busch früher daran war. Mit 22 Jahren will Busch es noch einmal mit der Malerei probieren. Diesmal in München. Er überredet seinen Vater, ihn ein letztes Mal finanziell zu unterstützen. Busch schreibt sich an der Königlichen Akademie der Schönen Künste ein. Doch die Begeisterung währt kurz. Die in München gelehrte monumentale Historienmalerei interessiert ihn nicht. Busch konzentriert sich lieber auf die neu gegründete Künstlervereinigung Jung München. Wir wissen, dass Willem Busch kein Kind von Traurigkeit war. Da hat er wirklich voll mitgemacht und so weiter im Künstlerleben. Hat getrunken, er sagt ja, bis es hieß genug. Busch führt in München das Leben der Bohème. Großzügige Ausflüge in die Umgebung, nächtelange Gelage mit engen Freunden. Er erlernt das Bier trinken und raucht exzessiv. Später wird er mehrere Nikotinvergiftungen haben. Busch nimmt Freunde und Fremde in bissigen und witzigen Karikaturen aufs Korn. Seine scharfe Beobachtungsgabe fällt auf. Zum Künstlerkreis gehört auch Caspar Braun. Der hat selbst Kunst studiert, ist Maler und außerdem ein erfolgreicher Verleger. Er bemerkt das Talent von Wilhelm Busch. Caspar Braun, der in München eine große Rolle spielte, hatte zwei Publikationsorgane, die damals sehr wichtig waren, die Fliegenden Blätter und die Münchner Bilderbogen, so eine Art Satirezeitschrift. Und da brauchte er immer Zeichner dafür. Diesen jungen Wilhelm Busch, den hat er erkannt, hat sich gedacht, der ist genau der Richtige, um hier unsere Witze zu illustrieren. Das war nämlich das Erste, was Wilhelm Busch machen musste, die vom Publikum eingesandten Witze und Geschichten zu illustrieren. Mit den Aufträgen verdient Busch zum ersten Mal in seinem Leben Geld. Und das mit einer Arbeit, die ihm auch noch Spaß macht. Einzig die Qualität der fremden Texte stört den Perfektionisten. Er schlägt Caspar Braun eigene Geschichten vor, illustriert und textet sie. Buschs Beiträge für die Münchner Bilderbogen verkaufen sich blendend. Im Winter zieht Busch sich gern in sein Heimatdorf Wiedensaal zurück. Dort entwickelt er nun auch längere Bildergeschichten, wie den Eispeter. Er überzeugt einen Dresdner Verleger, Heinrich Richter, diese Geschichten als Kinderbuch herauszugeben. Die Bilderpossen werden ein Fiasko. Die Zeit ist noch nicht reif für so gar nicht rosa-rote Kindergeschichten. Jetzt zeichnet er eine Geschichte über zwei Lausbuben. Max und Moritz soll sie heißen.
Wie immer entwirft er zunächst die Bilder, dann den Text. Die Originalhandschrift von Max und Moritz, auf billigem Papier gezeichnet und zusammengeklebt, liegt heute im Keller des Museum Wilhelm Busch. Ein kostbares Dokument, das nur selten und in abgedunkelten Räumen der Öffentlichkeit präsentiert wird. Tolles Detail. Ja. Wie scharf er an dem Motiv entlang geschnitten hat. Hier oben, dass man wirklich sieht, wo die Hühner aufgeschnitten sind, genau. Oder auch hier unten dann der nochmal. Baum. Das hat eine Aura, dieses Werk. Es ist lebendig. Max und Moritz ist eine Weltmarke. Wenn Sie dann den Ur-Max und Moritz in der Hand halten, das ist schon was Besonderes. Also wenn man sich einfach auch nur mal die Gesichter der Hühner anguckt hier, das ist ja das Unglaubliche bei Busch, dass er wirklich mit minimalsten Strichen vermag, einem Huhn auch ein Gesicht zu geben, einen Charakter zu geben. Mit dieser Handschrift hat er sich sozusagen vorgestellt, hat das nach Dresden geschickt und hat gesagt, könnte das nicht ein schönes Kinderbuch werden? Verleger Heinrich Richter zögert, als ihm Busch, Max und Moritz vorschlägt. Das Risiko nach den gefloppten Bilderposten ist ihm zu groß. Wilhelm Busch bietet ihm sein neues Werk sogar umsonst an. Richter lehnt ab. Da fiel ihm sein alter Verleger Kaspar Braun wieder ein. Er schreibt ihm einen fast unterwürfigen Brief. Ja, ich hätte da was gezeichnet, ein paar lustige Streiche. Vielleicht könntest du das in den fliegenden Blättern unterbringen. Kaspar Braun wollte und er sah sofort, das ist viel zu schade, um es zu verteilen auf die einzelnen Bilderbogen. Das ist viel zu schade, um es in den fliegenden Blättern zu verbrauchen. Ich mache da ein richtig eigenes Kinderbuch draus. Rasch, da kommen die bösen, frechen Knaben durch den Schornstein, schwach wie die Raben, Rabenknaben. Also mir hat der sechste Streich am meisten gefallen. Puff, sie fallen in die Kist. Wo das Mehl darinnen ist, da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Weil die einmal so schwarz waren und dann weiß, schwarz, weiß. In dem Ofen glüht es noch. Ruf damit ins Ofenloch. Ruf, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und... Also will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. In dem Ofen glüht es noch. Ruff, damit ins Ofenloch. Jeder denkt, die sind perdu. Aber nein, noch leben sie. Im Herbst 1865, Busch ist 32 Jahre alt, erscheint das Kinderbuch Max und Moritz zum Weihnachtsgeschäft. Es verkauft sich zunächst schleppend. Sie haben natürlich sich sofort Pädagogen draufgestürzt und mal geguckt, was ist denn das? Und war natürlich total erschüttert. Für damalige Verhältnisse war da schon ein richtiger Shitstorm im Gange, der ihm da entgegenbrandete. Das neue Werk gilt vielen als jugendgefährdend. In der Steiermark bleibt es bis 1929 für Jugendliche unter 18 verboten. In Deutschland dauert es 3 Jahre, bis die erste Ausgabe verkauft ist. Doch dann wendet sich das Blatt. Mit jeder weiteren Auflage wird das Buch erfolgreicher. Im Todesjahr von Wilhelm Busch 1908 kommt die 55. Auflage heraus. Verleger Kaspar Braun ist Millionär. Wilhelm Busch hat ihm alle Rechte für ein Pauschalhonorar verkauft. Es wurde immer mehr so ein Bestseller. Man könnte aus heutiger Sicht vielleicht sagen, ein Steady-Seller. Etwas, was man heutzutage immer noch in jedem Buchladen findet, was man in vielen, vielen verschiedenen Ausgaben mit Kolorierung, ohne Kolorierung findet. Etwas, was wirklich ein Bestseller geworden ist und geblieben ist. Otto Bassermann, ein Freund aus Münchner Tagen, wird Buschs neuer Verleger. Im Jahresrhythmus schreibt und zeichnet Busch für ihn Bildergeschichten.
Der heilige Antonius von Padua sorgt für einen veritablen Skandal, wird aber genauso erfolgreich wie die fromme Helene oder Phipps der Affe. Die Begeisterung, mit der seine Geschichten aufgenommen werden, seine zunehmende Bekanntheit, sind Busch zuwider. Es war ihm peinlich, wenn er in einem Buchladen im Schaufenster seine eigenen Werke sah und er hat die Straßenseite gewechselt. Oder er beschreibt auch mal eine sehr schöne Szene, dass er in einem Zug sitzt und nebenan unterhalten sich Leute, wie lustig doch seine Bildergeschichte gereimt ist. Das war ihm ultra peinlich. Immer mehr zieht sich Busch nach Wiedensaal zurück. In seinem Heimatdorf wohnt er bei seiner Schwester in zwei kleinen, karg eingerichteten Zimmern. Er raucht, er trinkt, er malt, schreibt Bildergeschichten und Gedichte, die weniger erfolgreich sind. Geheiratet hat Wilhelm Busch nie. Die Abenteuer des Junggesellen bleiben auf Brieffreundschaften beschränkt. Mit 52 Jahren verliert Busch die Lust auf neue Bildergeschichten. Sie haben ihn zum Millionär gemacht. Die Menschen beobachtet er weiter aus sicherer Distanz. Die Ludwig-Galerie Oberhausen hat 150 Jahre Comicgeschichte von Max und Moritz bis Ralf König nachgespürt. Für uns ganz wichtig ist, dass wir den Sprung machen zur Jahrhundertwende nach Amerika in dieser Ausstellung. Und dort erscheint das, was wir heute als modernen Comic bezeichnen würden. Plötzlich, relativ plötzlich wirklich innerhalb von wenigen Monaten als etablierte Form in den Zeitungen. Im amerikanischen Zeitungskrieg Ende des 19. Jahrhunderts zwischen Joseph Pulitzer und William Hearst sollen neue bunte Comicbeilagen Käufer anlocken. Hearst versucht es mit den Katzenjammer-Kids. Für die vielen deutschen Einwanderer gibt es eine deutsche Version. Max und Moritz. Das macht ein Künstler, Rudolf Dürks, der eigentlich aus Heide, also an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins, stammte und der in Amerika von seinem Verleger Hearst auch ausdrücklich diesen Auftrag bekam, Something Like Max und Moritz zu machen. Also es sollte auch ausdrücklich sowas sein. Busch wird nicht gefragt. Die Katzenjammer-Kids erscheinen noch zu seinen Lebzeiten. Zwei minderjährige Rüpel, die groben Unfug anstellen. Viele Motive sind direkt Max und Moritz entlehnt. Aber die Helden erscheinen jetzt mit Sprechblasen. Das junge Medium etabliert sich. Katzenjammer-Kids ist der große, erfolgreiche Comic überhaupt dort. Bis heute weiter veröffentlicht. Also damit auch der langlebigste Comic, den wir haben. Über den amerikanischen Comic kommen viele von Buschs Ideen wieder zurück nach Europa, nach Frankreich, Belgien und schließlich nach Deutschland. Unter all den neuen Comichelden haben Max und Moritz weiter ihren Platz. In ungefähr 300 Sprachen und Dialekte übertragen, machen sie Wilhelm Busch zum meistgelesenen deutschen Dichter. Der Punkt ist doch, dass das wahrscheinlich fast so oft verkauft worden ist wie die Bibel und in genauso vielen Sprachen übersetzt worden ist. Ich meine, hallo, was für ein Welterfolg. Die erste Erfahrung ist, wenn man hinter der Mutter herläuft und die schwere Tür klappt zu und man versucht mit den kleinen Fingern die Tür aufzuhalten und dann knackt zum ersten Mal der Knochen und man fühlt seinen Körper. Und dieses Gefühl, das wollte Wilhelm Busch suggerieren. Ricke, racke, ricke, racke. Ricke, racke, ricke, racke. Ricke, racke, ricke, racke. Ricke, racke, ricke, racke. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Nee, das ist überhaupt nicht gemein. Max und Moritz sind gemein. Thank you.
Busch ist, am Ende fährt der Held immer zur Hölle. Drauf, so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Es ist so fantastisch, es ist so unnatürlich, es ist so bekloppt. Ob es ein wirklicher Tod ist, ob das wirkliche Kinder sind, nein, sind es nicht, es sind Fantasiehanseln. Max und Moritz leben ja weiter. Sie sind ja Bestandteil des Kreislaufes des Lebens. Also dem Buch gebe ich allemal noch weitere 150 Jahre und vermutlich ist damit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he heran, mal er das so schnell er kann. Her damit, und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Prost, Willem.